Graz gegen Ljubljana. Ein Duell, das Tore garantiert. Umso stärker stehen die Goalies Weinhandl und Pintaric im Fokus. Und erster zu Beginn etwas stärker. Die Slowenen richtig frech in der Anfangsphase. 5 gegen 4 Überzahl und Tommy Mustonen bringt den Außenseiter in Minute 7 mit 1:0 in Führung. Satte 16 Minuten braucht es bis zur ersten nennenswerten Graz-Offensivaktion und die hat es sofort in sich. Peter Lennes mit dem Ausgleich. Wieder der Grunddurchgangstitelverteidiger. Kleine Drangperiode jetzt und Daniel Woger scheitert hier an Matthias Pintaric und schrammt an seinem 6. Saisontor vorbei. So steht es zur Pause 1:1. Die zweiten 20 Minuten. Olympia am Anfang wieder mit ordentlich Dampf. Schaut eine Möglichkeit hier und da ist sie. Tommy Mustonen, Doppelpack. Riesenfehler von Fabian Weinhandl und die erneute Führung für die grünen Drachen. Wie reagiert Graz? Zumindest nicht gejoggt. Ouellet mit der Chance auf den Ausgleich. Nach Pass von Patrick Harrand wieder ein guter Reflex von Pintaric. Das Spiel aus Grazer Sicht über weite Strecken aber ideenlos. Hier eine Szene mit Symbolcharakter und daraus resultiert sogar eine Konterchance für die Gäste. Vorgetragen über Sieger Panze und dann ist es Fabian Weinhandl, der sich einmal von der besseren Seite präsentiert. 2:1 damit nach 40 Minuten. Lediglich 11 von 24 Spielen gingen im Bunker an die Steire und auch heute offenbaren die 99ers ihre Heimschwäche. Zu selten lassen Ouellet und Co. ihre Klasse aufblitzen, aber es gibt zumindest Penalty für die Murstädter. Und Daniel Woger scheitert auch dieses Mal am überragenden Matthias Pintaric, der zieht den 99ers den letzten Nerv. Die 59. Minute, die Schlussphase und Warren Norris scheitert auch dieses Mal an Matthias Pintaric, der Man of the Match aus Sicht von Ljubljana. Am Ende setzt Bill Gilligan noch einmal voll auf Risiko, voll ist aber nur die Hütte der 99ers. Bosjan Golicic mit dem Empty Net Goal für Ljubljana ist es der dritte volle Erfolg aus den letzten 4 Spielen. Ja, das ist unsere alte Krankheit anscheinend und wir müssen bis zur Playoff müssen wir einen Weg finden, auch im Powerplay unsere Punkte und Tore zu machen, um Spiele zu gewinnen. Heutzutage werden die meisten Spiele in den Special Teams entschieden und da müssen wir eindeutig besser werden. Unterzahl ist in Ordnung, aber Powerplay ist definitiv verbesserungswürdig. No, I don't know about the offense. Ich denke, es war ein richtig harter Eishockey-Fight. Wir haben im dritten Drittel eine lange Unterzahl heil überstanden und das war sehr wichtig für diesen heutigen Erfolg. Like I said, I've been there many nights, so that.